Hallo und herzlich willkommen beim Bastelnerd. Mein Name ist René und ich baue dir den besten Custom-PC zu deinem Budget. Und wie du siehst, ist der Gabentisch reichhaltig gedeckt. Bastelnerd ist jetzt auch in der Next Gen angekommen. 4090 und Ryzen 7000. Unglaublich, aber wahr. Wem habe ich das Ganze zu verdanken? Der gute Jochen ist auf mich zugekommen und sagte, Bastelnerd, ich brauche einen leistungsstarken Gaming-PC. Und der gute Jochen, der macht auch so ein bisschen 3D-Rendering, weshalb auch er hier profitieren kann von den 24 GB der Grafikkarte und spielt unter anderem dieses Star Citizen-Spiel, das, was sich irgendwie noch in der Alpha oder Beta befindet und was unglaublich viel Performance frisst. Deswegen haben wir hier auch mehr oder weniger aktuelle, absolute High-End-Hardware auf dem Tisch stehen. Ich fange mal mit dem Prozessor an. Da haben wir hier den Ryzen 9 7950X, das aktuelle Topmodell von AMD auf dem neuen Sockel basierend AM5 mit 5,7 GHz Turbo Boost, eine unglaubliche CPU, die natürlich auch ein bisschen warm wird. Deswegen gekühlt von einer Corsair Elite LCD 360er Kompaktwasserkühlung. Da werden wir dann nachher Push-Pull-Lüfter-Konfiguration machen, die drei nehmen, die dabei sind, und dann kommen noch zusätzlich dieses Mal LL-Lüfter da drauf. Warum nicht QL? Die LL haben ein bisschen höheren Luftdurchsatz und in dem Gehäuse, wo das Ganze nachher reinkommt, wenn man dazu Gehäuse sagen kann, spielt das nicht ganz so eine Rolle, ob QL oder LL, weil man die nur von einer Seite sieht. Dann gesteuert nochmal über den Commander Pro, nicht den Commander Core XT, weil an den Commander Pro kann ich die LL, die 6er Verteiler, direkt anschließen und dann alles quasi über den Controller steuern. Verbaut wird das Ganze dann auf dem Asus ROG Strix X670E E-Gaming Wi-Fi. Unglaublicher Name. Für ein unglaublich geiles Mainboard, denn dieses Mainboard bietet 4 M2-Steckplätze, davon 3 5.0 angebunden, der PCI-16-Slot natürlich auch 5.0 angebunden. Wir haben einen USB-Key-A-Header mit 20 Gigabit-Durchsatz. Wir haben hier eine Menge USB-Anschlüsse, natürlich Bluetooth-Wi-Fi, den 4080 Soundchip auch nochmal hier drauf, 2,5G-LAN-Intel-Chip und 16 plus 2 Spannungsaufbereitung mit 70 Ampere, also absolut ausreichend hier für den Powerprozessor. Als RAM haben wir den Corsair Dominator in der AMD Edition mit dem Expo-Profil, Extended Overclocking Profile, also extra das für AMD konzipierte 6000 MHz, bewusst erstmal nur zwei Module genommen, denn ja, wie sich das verhält mit vier Modulen, ob das so ähnlich ist wie bei Intel mit Stabilitätsproblemen, das weiß ich nicht so genau. 6000 MHz soll der Sweet Spot sein, offiziell unterstützt 5200 mit CL36, war es nicht genau, CL36 Timex, zwei Module, 32 GB. Wenn das alles mit vier Modulen stabil läuft, kann man natürlich auch nochmal zwei Just nachstecken. Dann zusätzlich als RGB-Geschichte haben wir hier noch die Lianli Streamer Plus Kabel. Dazu habe ich ja auch schon mal extra ein Video gemacht, findest du übrigens hier oben. Was ich noch vergessen habe, ist natürlich noch Massenspeicher. 2x2 Terabyte Western Digital SN850X. Der neueste Schrei aus dem Hause Western Digital ist seit August 22 verfügbar mit unglaublichen 7300 Megabyte die Sekunde im Lesen und 6600 Megabyte die Sekunde im Schreiben. Haben wir nochmal 2 GB DDR4 Cache und 5 Jahre Garantie und eine garantierte Schreibleseleistung von 1,3 Petabyte. Das ist auf jeden Fall die richtig krasse Endstufe, was PCI 4.0 SSDs angeht. Dann als weiteres absolutes Highlight haben wir hier die, boah, schon fast aus der Hand gerutscht, die ist nämlich auch richtig schwer, die Asus TUF Gaming RTX 4090, ja, mit 24 GB, der neueste Schrei am Grafikkartenhimmel, schlägt ja sämtliche Benchmark-Rekorde und ja, hat ungefähr eine Leistungssteigerung gegenüber der 3090er-Serie von 60-70% je nach Spiel.
richtig fetten Kühler drauf, 450 Watt Leistungsaufnahme. Es ist ein absoluter Brecher, über 3,5 Slots dick, 3x 110 mm Lüfter drauf, 2550 MHz Takt im Boost, mega Spannungsaufbereitung drauf, 3x DisplayPort, 2x HDMI Anschlüsse, also unglaubliche Karte mit unglaublicher Power. Ich bin auf jeden Fall schon mal dann auf die Benchmarks gespannt. Und befeuert wird das Ganze dann vom Be Quiet Straight Power 11 mit 1000 Watt in der Platinum Edition. Gibt es hier als Gold und als Platinum. Platinum ist dann nochmal 2% effizienter. 135 mm Lüfter. Nahezu unhörbar, dieses Netzteil. Und hat natürlich dann auch ausreichend Power, um die ganze Hardware hier zu befeuern. Und jetzt fragst du dich bestimmt, in was für ein Gehäuse baut der Bastelnerd denn jetzt diesen fantastischen PC hier rein? Und ich frage mich, hast du eigentlich schon diesen Kanal abonniert? Denn falls nicht, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um auch zukünftig keine geilen PC-Builds mehr zu verpassen. Und ich zeige dir deswegen, wenn du jetzt auf den Abo-Button gedrückt hast, mal das Gehäuse. Und zwar haben wir hier das Yonsbo MechWarrior 2 Mod 5 PC-Gehäuse. Es ist schon so halb auseinandergenommen, denn ich habe hier gerade ein Unboxing zu dem Gehäuse aufgenommen. Und ja, da werden wir dann gleich den PC reinbauen. Das passiert übrigens alles im Livestream auf twitch.tv/bastelnerd. Ja, du kriegst aber dann hier jetzt quasi den Zusammenschnitt vom Livestream, wie ich den PC zusammenbaue, inklusive ein paar Benchmarks. Und dann sehen wir uns gleich zum Fazit wieder. Und damit ist dieser PC fertig gebaut und er ist richtig geil geworden. Es war aber auch richtig anstrengend. Ja, kommen wir mal zu den positiven Sachen. Die Leistung dieses PCs, einfach unglaublich, was hier die RTX 4090 raushaut in Kombo mit dem 7950X. Also die Grafikkarte ist so brachial, so viel Power wie die hat, dass ja selbst der Prozessor da so ein bisschen hinterherhinkt. Also alles, was nicht 4K ist und ich so in WQHD getestet habe, da ist die CPU tatsächlich immer noch ein bisschen Bottleneck. Es sei denn, die Titel hatten irgendwie Raytracing oder so und ich habe das dann mit angeschaltet. Dann war die Grafikkarte dann auch zu voller Pulle ausgelastet. Ansonsten gibt es ja jetzt aktuell bei der RTX 4090
die ganze Steckerproblematik. Aus dem Grund habe ich mich dann auch nochmal entschieden, hier das Strymer Plus Kabel für die Grafikkarte wegzulassen, weil das dann hier alles ein bisschen eng werden würde und es sah auch nicht so wirklich geil aus. Und zudem, wenn jetzt hier kommt ja eigentlich normalerweise noch eine Scheibe vor, ich habe die jetzt nur fürs Video abgemacht, dann ist hier ein bisschen sonst mit den Strymer Kabeln auch zu viel Druck auf dem Kabel. Es ist ein natives Kabel schon bestellt, also nativ, was direkt ans BeQuiet-Netzteil kommt, aber die sind momentan überall vergriffen, lange Lieferzeiten und so weiter. Ich habe jetzt so mal getestet, ich habe jetzt keine Wärmebildkamera oder sonst irgendwie was, aber in den ganzen Benchmarks oder so sind die Kabel jetzt nicht warm geworden. Ganz normal angeschlossen und dann hier mit vier Kabeln ans Netzteil und von daher läuft das erstmal. Dann erkennst du vielleicht im Vorstellungsvideo der Hardware hatten wir ja noch ein RAM-Modulpaket mit zwei Modulen und jetzt sind vier drin. Ja, es sollten noch mal zwei weitere dazu. Ich bin ja so ein bisschen zwiegespalten mit vier Modulen und dann 6000 MHz, ob das überhaupt läuft. Weiß man ja alles nicht so genau bei Ryzen 7000. Da es da ja noch nicht irgendwie großartig Tests zu gibt. Bis jetzt läuft es, also das Expo-Profil ist geladen, laufen alle vier Module auf 600 MHz oder von mir aus auch Megatransfers. Ich habe aber den MEM-Test noch nicht komplett einmal durchlaufen lassen, weil das halt eine ganze Zeit lang dauert, muss ich dann nochmal über Nacht laufen lassen. Dazu gibt es dann aber auch nochmal ein extra Video, ob das läuft oder nicht. Und einmal wollte ich nochmal so ein bisschen einen Gaming-Test machen, ob da irgendwie was auffällig ist. Dann Radiator habe ich mich ja entschieden, Push-Pull zu verbauen. Und ja, leider hilft das nichts bei der Ryzen CPU. Die wird genauso wie bei allen anderen 95 Grad heiß, bleibt dann auf dem Level und fertig. Da habe ich dann aber auch nochmal einen Test gemacht. Und zwar Cinebench R23 in Dauerlauf laufen lassen, eine halbe Stunde. Dann war es Wasser super warm. Und dann habe ich nochmal die ansaugenden Lüfter dazugeschaltet und habe dann die Wassertemperatur um ganze 4 Grad gesenkt. Die CPU ist aber trotzdem bei 95 Grad geblieben und hat auch nicht höher getaktet oder niedriger vorher. Von daher, ja, also Push-Pull bringt auf jeden Fall was, aber in diesem Fall, ja, kühleres Wasser habe ich da damit erreicht. Aber warum nicht die Lüfter nutzen, die sowieso bei der AYO dabei sind? Dann gab es noch ein kleines Problem beim Mainboard. Und zwar, ja, habe ich mich immer gewundert, warum der die Einstellung verliert, wenn ich das Ding hier vom Strom abziehe, also das BIOS immer resettet ist. Und dann habe ich mir so gedacht, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Also ich komme ja nicht irgendwie, also ich bin hier nicht an den Clear CMOS gekommen, den gibt es hier hinten an dem Mainboard. Oder ansonsten habe ich auch nicht die BIOS-Batterie rausgenommen. Woran kann das denn liegen? Ja, normalerweise liegt das daran, wenn zum Beispiel die BIOS-Batterie leer ist. Und dann habe ich die mal ausgebaut und durchgemessen. Ja, und in der Tat hatte die noch nicht mal mehr 0,5 Volt und war komplett leer. Ich habe jetzt einfach eine neue reingemacht und hoffe, dass das jetzt läuft und nicht irgendwie Kriechströme sind oder sonst irgendwie was, irgendwie kalte Lötstelle oder was weiß ich, dass da irgendwie sich die Batterie auf Dauer entlädt. Aber das kann ich natürlich jetzt auch in so einem kurzen Test nicht nachvollziehen. Das dauert ja vielleicht ein paar Tage, bis die Batterie dann leer ist. Auf jeden Fall sehr kurios bei dem Mainboard und ja, für so eine 600 € Platine vielleicht ein bisschen, naja, Qualitätsprüfung, ja, erwarte ich dann da eigentlich schon bei 600 €. Ansonsten richtig nices Mainboard, funktioniert top. Und was auch sehr schön ist, dass ich an diesem Mainboard drei USB 2.0 Header habe. So habe ich überhaupt gar keinen Struggle gehabt mit irgendwelchen Adaptern noch da zusätzlich dazu kaufen oder so. Obwohl ich ja eigentlich hier hinten auch an den Commander Pro noch was anschließen hätte können, USB-technisch. Und dann kommen wir auch schon mehr oder weniger zu dem Gehäuse. Denn, ja, ich sag mal so, es ist natürlich ein wildes Case. Und ich sag mal, das Bauen da drin war auch nicht so schwer, jetzt rein hardware-technisch einbauen. Aber das Kabelmanagement da drin, es ist einfach eine Katastrophe. Also wenn man das jetzt irgendwie halbwegs schick machen will, ich habe mir da allergrößte Mühe gegeben, aber ja, die Controller und so mit der ganzen RGB-Steuerung, das ist halt der Wahnsinn, wenn man das hier alles verbaut. Ich habe hier was hintergekriegt, hier sitzt der von der AYO, der Controller. Und hier unten habe ich dann noch die ganzen anderen 6er-Controller reingepackt, die hier mit dran angeschlossen sind für die LL-Lüfter. Also ja, hier kommt ja nachher auch eine Scheibe vor. Also wir haben natürlich hier nichts irgendwie für
Kabelmanagement, wie das jetzt so beim normalen Gehäuse ist, dass man das dann hinten irgendwie auf der Rückwand oder so verlegen kann. Im Endeffekt habe ich es ja hier auch auf der Rückwand verlegt. Aber ja, es ist halt sichtbar durch die Scheibe und war mal schön in so einem Gehäuse zu bauen, aber muss ich aber ehrlich gesagt nicht nochmal haben. Und dann gibt es noch eine Kleinigkeit, ein Defekt auch noch an dem Gehäuse. Und zwar gibt es hier vorne so einen RGB-Streifen. Einer ist hier so rum und einer ist hier so rum, ist aber nur von dieser Seite, also nicht von der Rückseite. Und der hier leuchtet nur zu zwei Drittel und das andere Drittel nicht. Ich dachte erst, eventuell liegt es daran, dass das Mainboard nicht so viele LEDs unterstützt. Habe das Ding nochmal abgebaut und nochmal an anderen RGB-Controller angeschlossen. Die sind aber wohl defekt und da müssen wir auch nochmal irgendwie die austauschen. Ich hoffe, dass sie einfach das Seitenteil einmal austauschen, weil jetzt den ganzen PC da rauszubauen, das Gehäuse zurückzuschicken, wäre jetzt eher so nicht so geil, ne? Ja, und dann beim Gehäusepreis von roundabout 400 Euro und dann auch mit einem kaputten LED-Streifen geliefert. Ja, so ist das halt. Irgendwas ist halt immer bei so einem Zusammenbau vom PC. Ja, hier waren es ein paar mehr Kleinigkeiten, aber ja gut, so ist das halt eben. Einem allen ist es aber ein super geiler PC mit extravaganter Optik und brachialer Leistung. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lasse doch gerne einen Daumen nach oben da oder abonniere diesen Kanal, falls du auch zukünftig nichts rund um den PC verpassen willst. Und dann sehen wir uns gleich wieder.